Jetzt darf ich zum ersten Referenten kommen und ich sage, der erste Referent ist eine Referentin. Also wir sind Ihnen heute, Ihr Name Anke Kern. Wie soll ich sagen, es gibt Schlüsselerlebnisse, Schlüsselereignisse, die sind so krass, dass sie unser ganzes Leben auf den Kopf stellen können. Ich hatte selber mindestens 3 solche Schlüsselerlebnisse, die mein Leben auf den Kopf gestellt haben. Das erste war, als Gott in mein Leben trat. Das zweite Schlüsselerlebnis war, als meine Frau Anni in mein Leben trat. Und das dritte war, als die Mobilfunkanbieter mein Leben traten. Ich sage nicht in mein Leben traten, sondern mein Leben traten. Ja. Das hat mein Leben grundsätzlich verändert. Ich wurde total umgekrempelt. Mein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Und genau das ist meine Hoffnung, mein Wunsch, wenn jetzt unsere erste Referentin hochkommt nachher, dass sie auch unser Leben auf den Kopf stellt, dass wir so ein Schlüsselerlebnis bekommen durch das, was sie sagt. Ich darf jetzt schon willkommen heißen, Anke Kern, sie wird über 5G uns unterweisen. Da ist sie. Aber wir schauen uns jetzt vorab Ihre Personenbeschreibung an und dann kommt sie gleich hoch. Anke Kern, geboren 1962 in Herford, Deutschland, verheiratet, hat eine erwachsene Tochter. Ausbildung 1983 bis 1987, Studium der Betriebswirtschaft. Diplomarbeit zum Thema Umweltpolitik im Alpenraum. Tätigkeiten 1987 bis 1999, 12 Jahre Tätigkeit in einer Forschungsgesellschaft, Schwerpunkt Holz. Seit 2003 selbstständige Lehrerin für Körper- und Energiearbeit und die Pflege des Lebens. Nach einem Schlüsselerlebnis mit ihrem damaligen Decktelefon erfuhr sie im November 2003 das erste Mal von den Nebenwirkungen des Mobilfunks und ist seitdem gemeinsam mit ihrem Mann, der Arzt ist, aktiv in der Aufklärung über das für sie größte Verbrechen am Leben, das die Spezies Mensch jemals begangen hat. Vorträge, diverse Artikel, Aktionen, Newsletter und weitere Aktionen, an denen sie beteiligt ist. Seit 2007 zu umwelt- und gesundheitspolitischen Themen, Schwerpunkt Mikrowellentechnologie. Seit 2014 auch über die NATO-Regime-Change-Kriege. Initiierung und Förderung verschiedener Friedensprojekte für den Frieden mit Russland, wie etwa Wir Europäer sagen Nein zu einem Krieg mit Russland, wo sie zum Kreis der Erstunterzeichner gehört. Ihr Vortragsthema heute: Digitalisiert in eine strahlende Zukunft, todsicher. Herzlich willkommen, Anke Kern. Wir wünschen viel Gelingen. Ein unglaublich brisantes Thema. Es geht richtig ums Leben jetzt, ja. Ja, ich bin dankbar, dass ich heute die Möglichkeit bekommen habe, zu diesem Thema zu sprechen, über das eigentlich die wenigsten Menschen irgendetwas hören möchten, weil es das schöne Bild dieser heilen, digitalen und smarten Welt beeinträchtigen könnte. Dieses Thema spaltet in 2 Gruppen. In die eine Gruppe die Fortschrittsverweigerer, die ewig Gestrigen, die Spinner, die über die Risiken aufklären, die noch in den Höhlen trommeln wollen. Und dann in die andere Gruppe, die sich dem Fortschritt nicht verweigert und die anderen als Spinner bezeichnet. Dieses Thema spaltet Familien, Ehen und Freundschaften. Und das ist möglicherweise auch genau das, was es soll. Das alte Thema, teile und herrsche, dann ist der Widerstand geschwächt. Ich spreche heute über die Mikrowellenkommunikationstechnologie, die verniedlichend Mobilfunk genannt wird. Mit verniedlichend meine ich, es funkt zwischen Menschen, der göttliche Funke hört sich doch ganz toll an. Oder das iPhone, intelligent, Smartphone, clever.
Ist doch ziemlich clever, wie sie es geschafft haben, eine Superwanze in die Tasche eines fast jeden Menschen hinein zu befördern. Die nun allgegenwärtige Mikrowellenstrahlung ist für mich das größte Verbrechen am Leben. Und am Ende meines Vortrags werden Sie mich vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, was ich damit meine. Nun, mit 5G-Mobilfunk habe ich so das Gefühl, dass so das Finale zum Krieg gegen das Leben auf diesem Planeten Erde eingeläutet werden soll. Ja, in einer Stunde Zeit kann ich jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt geben über das, was ich in den letzten 15 Jahren dieses Engagements erlebt habe, weil ich sehr viel von den Aktivitäten engagierter Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitbekommen habe und auch selbst einiges in die Wege geleitet habe, wodurch ich interessante Erfahrungen mit Menschen in politischen Ämtern machen durfte. Es gibt Berge von Literatur über die schädlichen Auswirkungen der Mikrowellentechnologie auf die Gesundheit von Mensch und Tier. Die athermischen Wirkungen sind seit Jahrzehnten belegt und sie werden hartnäckig geleugnet. Und Herr Sasek und hier auf der AZK in Stimme und Gegenstimme und Klagemauer TV, das beobachte ich schon seit vielen Jahren mit Dankbarkeit, dass Sie einfach so intensiv mitgeholfen haben, hier aufzuklären und den Menschen die Fakten und die Wahrheit aufzuzeigen. Es geht in meinem Vortrag nicht darum, digitale Medien, die ich selber gerne, aber verkabelt nutze, zu verteufeln. Ich habe nur ein Problem damit, als die Pflege des Lebens Lehrende, wenn Leben geschädigt wird. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn Menschen unter menschenunwürdigen Umständen die Endgeräte für die westliche Wertegemeinschaft herstellen dürfen. Ich meine hiermit zum Beispiel den Abbau von seltenen Erden durch Kinderarbeit oder auch durch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten, die und als Ausdruck zum Beispiel dieser Zustände und auch natürlich auf, möglicherweise aufgrund der hohen Strahlenbelastung dort auch die hohe Selbstmordrate von Menschen, die im Telekommunikationsbereich arbeiten. Nur ein Beispiel bei der französischen Telekom, dass innerhalb von knapp 3 Jahren sich 60 Menschen das Leben nahmen. Im Gegensatz zu den Aufklärenden über Gentechnik, über Glyphosat und anderes, haben wir über dieses Thema Aufklärenden einen unglaublichen Gegenwind aus der gesamten Bevölkerung auszuhalten. Was ich in den letzten 15 Jahren mit Menschen, die lieber wegschauen, erlebt haben, darüber könnte ich ein ganz dickes Buch schreiben. Wie kommt das, dass es so ist, dass auch in Praxen von vielen im Gesundheitsbereich Arbeitenden ganz selbstverständlich in der Regel diese gesundheitsschädliche Mikrowellentechnologie steht und dass auch Umweltschützer vom Verschwinden der Bienen, vom Absterben der Bäume rund um Mobilfunksender und von dem wahrscheinlichen Eingriff auch in unser Wetter schlicht und einfach nichts wissen wollen? Sind sie alle irgendwie hypnotisiert? Oder werden sie am Erkennen können oder wollen gehindert, ohne dass sie es merken? Wer ein Problem erkannt hat und nicht zu dessen Lösung beiträgt, ist Teil des Problems, so eine indianische Weisheit. Ich hatte mich entschieden, Teil der Lösung zu sein, so wie viele Menschen, die auch hier sind. Dass es jemanden stört, dass ich diese Aufklärungsarbeit mache, zeigt mir der Umstand, dass ich seit dem Frühjahr 2016 von Menschen bestimmter Dienste begleitet werde. Sie verhalten sich so auffällig, dass ich sie sehe. Sie zeigen sich mir, wollen mich möglicherweise einschüchtern und ich stehe heute trotzdem hier und vielleicht auch gerade deswegen. Ich habe viele Bekannte und auch Familienangehörige darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gedacht, ich helfe euch nicht dabei, das im Dunkeln zu lassen. Das soll ans Licht. Dass ich einmal in so eine Lebenssituation gerate, das hätte ich nie gedacht. Ich habe mich, als ich mein Abitur machte, für den gehobenen Dienst bei der Kriminalpolizei beworben, weil ich mich für Recht und Ordnung einsetzen wollte und gegen Verbrechen.
Und nun, diese groteske Lebenssituation, dass ich mithelfe, Verbrechen ans Licht zu holen und werde überwacht. Am Anfang hat mir das, ehrlich gesagt, schon wirklich Angst gemacht. Nach einer Weile bin ich ganz schön wütend geworden und dann eigentlich nur traurig, dass es immer wieder Menschen gibt, die diese Arbeit machen, die andere Menschen daran hindern wollen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und sich auch für den Frieden zu engagieren. Und viele, wie wir wissen, sind schon aus ihrem Leben geholt worden, die das getan haben. Und die Menschen, die dies tun, die haben offensichtlich kein Bewusstsein dafür, dass sie das schlimmste Verbrechen begehen, was ein Mensch begehen kann, einem anderen das Leben zu nehmen. Und das hat Konsequenzen für ihren weiteren Seelenweg. Und ich habe auch angefangen, für diese Menschen, die meine Wege kreuzen, zu beten. Leider kann ich dieses Thema auch nicht in einer Minute auf den Punkt bringen. Aber wenn ich es müsste, dann würde ich es möglicherweise so tun. Noch niemals wurden die Menschen in Bezug auf ein gesundheits- und umweltpolitisches Thema mit so großem Aufwand durch die gute Zusammenarbeit der Branche mit der Politik und den Systemmedien an der Wahrheit vorbei informiert wie zum Thema Mobilfunk. Dass diese Risikotechnologie nun alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrungen hat, die Menschen abhängig und süchtig geworden sind und nach mehr schreien, ist der satanische Geniestreich der dunklen Kräfte auf diesem Planeten Erde des letzten Jahrhunderts. Sie haben es noch nie geschafft, dass die Menschen sich selbst beseitigen und ihre eigenen Kinder auf dem Altar der Technologie für ihren Gott genannten Fortschritt opfern. Und alle, die behaupten, dass die scheinwissenschaftlich legitimierten Grenzwerte unsere Natur und die Gesundheit schützen, verfügen nicht über Fachwissen oder sie lügen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und wenn jetzt nicht bald ein paar mehr Menschen wach werden und uns mithelfen, das Ruder herumzureißen, dann sitzen wir bald alle miteinander in einem tödlichen Strahlenkäfig eines digitalen Gefängnisses, selbstverständlich ohne Bargeld. Und alles Lebendige auf diesem Planeten Erde geht seinem Ende entgegen. Ich habe es geübt zu Hause. Als Studentin, als ich mich mit dem Thema Umweltpolitik im Alpenraum beschäftigt habe, habe ich gedacht, wie schön muss es doch sein, wenn man für eine Umweltbehörde arbeitet und diese wertvolle und auch für mich wichtige Arbeit tut. Um nun heute an dem Erkenntnisstand angekommen zu sein, dass die Damen und Herren des öffentlichen Dienstes ausschließlich dem sogenannten Tiefenstaat dienen und dass wir neben Beruf und Familie ehrenamtlich ohne Bezahlung ihre Arbeit verrichten müssen, weil sie diese einfach nicht tun. Sie schützen weder die Natur noch die Gesundheit von Menschen. Dass die Branche selbst kein Interesse daran hat, die Schattenseiten ihrer Produkte ans Licht zu holen, kann man ja noch verstehen. Aber dass sämtliche Bereiche unserer gesamten gesellschaftlichen Institutionen mithelfen, dieses Verbrechen im Dunkeln zu halten, das stellt für mich alles Bisherige in den Schatten. Und ich habe mich mit Umweltpolitik beschäftigt, ich mich seit mehr als 30 Jahren. Was ich erlebt habe, hat wirklich meinen Glauben an das Gute in den Menschen zutiefst erschüttert. Diese Branche kann sich ein Riesenheer von Lobbyisten sparen, denn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen in Schulämtern, sie sitzen in Gesundheitsbehörden, sie sitzen in Gemeinde- und Stadträten. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf das Buch »Der gekaufte Staat« hinweisen von Sascha Adamek und Kim Otte, das 2008 erschienen ist, und auch auf ein Buch, das ich empfehle, sich wirklich zu besorgen. Es erschien 2003 von den Journalisten Grasberger und Kotteder mit dem Titel Mobilfunk, der Freilandversuch oder ein Freilandversuch am Menschen. Es ist vor 15 Jahren erschienen und zeigt insbesondere das Netzwerk von Politik, Medien und der Mobilfunkbranche auf und geht auch hin, bietet praktisch einen wirklich ganzheitlichen Blick dieses Themas bis hin zu der Mikrowellenwaffentechnologie, die genau die athermischen Wirkungen nutzt,
die es offiziell nicht gibt. Die Wirkungen des Elektrosmogs verstehen, heißt das Leben selbst begreifen. Das ist das Zitat eines bekannten Biologen, der Freund des früheren Siemens-Entwicklungsingenieurs Dr. Günther Volkroth war. Er hatte seinen Freund, diesen Siemens-Entwicklungsingenieur, auf das Baumsterben durch Radaranlagen aufmerksam gemacht. Und in den 80er Jahren hat eben dieser Siemens-Entwicklungsingenieur dem Bundesamt für Strahlenschutz, also Mitte der 80er Jahre schon, belegt, dass Baumsterben und das Waldsterben mit den Radaranlagen in Verbindung stand, ohne irgendwelche Konsequenzen. Wie ist das gemeint, das Leben zu begreifen, wenn man die Wirkungen des Elektrosmogs versteht? Vielleicht Folgendes: Wir Menschen sind bioelektrische Lebewesen, wir erschaffen ein Energiefeld um uns herum, genannt Aura, ein elektromagnetisches Feld, und gehen mit anderen technisch erzeugten Feldern in Resonanz. Und da fängt das Problem schon an. Unser Körper, unsere natürlichen Felder werden mit technisch erzeugten konfrontiert und unser Organismus muss damit umgehen. Mit fremden Informationen, mit Informationen, die es in der Natur nicht gibt. Es gibt einen britischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011, der online ist, auf englischer Sprache, aber sehr gut zu verstehen, der im Titel das benennt, was es ist. Der Titel heißt Resonance Beings of Frequency. Der Titel sagt aus, dass wir Menschen Frequenzwesen sind. Und dieser Film ist auf Vimeo zu finden. Und dieser Film zeigt auch auf, welche Konsequenzen es hat, wenn wir mit diesen widernatürlichen elektromagnetischen Feldern in Resonanz gehen müssen. Und nicht nur wir, sondern eben auch Tiere. Auch Wetterphänomene sind elektromagnetische Phänomene. Und manche Menschen haben ja allein schon Mühe genug bei Wetterumschwüngen. Ja, also Menschen, die mal Knochenbrüche hatten oder Migräne oder chronische Erkrankungen wie Rheuma zum Beispiel, die merken den Wetterumschwung schon ganz intensiv. Also das sind auch elektromagnetische, aber natürliche Phänomene, die den Menschen, wie gesagt, schon genug zu schaffen machen können. Die Bioelektrizität des menschlichen Körpers ist messbar und das nutzt man beim EEG, um die Hirnströme aufzuzeichnen, beim EKG, um die Herzströme aufzuzeichnen. Es gibt das EMG für die Muskelströme und das EDA für die Hautströme. Und das Magnetfeld unseres Hirns und des Herzens kann man sogar noch meterweit von uns entfernt messen. Also das macht uns als bioelektrische Lebewesen aus und deswegen sind wir alle elektrosensibel und nicht nur ein paar Sensibelchen. Das Leben ist lebendig und unregelmäßig, anpassungsfähig. Wenn ein Arzt zum Beispiel im Rahmen einer Untersuchung der Herzratenvariabilität eine starre Taktung des Herzens wahrnimmt, ist Alarmstufe rot. Ja, dann geht es eher so, ist zu befürchten, dass es auf das Ende zugeht, dieses Menschen. Die ganze Natur ist analog, nicht digital hart getaktet, lebendig anpassungsfähig. So hat sich alles Leben auf diesem Planeten angepasst an die Bedingungen dieses wundervollen Planeten Erde, um für ihre Spezies das Beste herauszubringen. Und diese starren Taktungen dieser Mikrowellentechnologie mit sehr starken Leistungsflussdichten, das heißt Leistungsstärken, Strahlungsstärken, umgibt jetzt die ganze Erde, weil wir haben schon Tausende von Satelliten um die Erde herum. Mit 5G sollen jetzt noch mal zigtausende dazukommen. Das ist unvorstellbar. Und alleine die ganzen Funkmasten natürlich auch. Wir haben so starke Strahlungsstärken, die uns allem lebendigen Organismen eine starre Taktung auferlegen, die milliardenfach höher ist als die natürliche Strahlung der Erde. Ich war auf einem Strahlenkongress im Jahr 2014. Da war auch ein Referent, das ist ein ehemaliger Geheimdienstagent Barry Trower, der vielleicht für einige bekannt ist, der hat ein ganz gutes Beispiel gebracht, genau für diese starre Taktung. Er hat gesagt, stellen Sie sich vor, Sie haben 60 Kilogramm, Sie springen auf einem Trampolin, auf einem größeren Trampolin, wo noch jemand dazukommen kann.
dann kommt so ein richtiges Schwergewicht von 120 Kilo und fängt an, in seinem Rhythmus zu schwingen. Welchem Rhythmus müssen Sie, meinen Sie, Sie können Ihren eigenen Rhythmus noch springen? Oder Sie müssen sich dem Stärkeren anpassen? So hat er es gesagt, dass wir gar keine Wahl haben. Dieses Stärkere ist stärker als wir. Das zwingt uns diese Taktung auf. Dr. Lebrecht von Klitzing, der in den 90er Jahren an der Universität Lübeck in Deutschland ganz unglaublich starke EEG-Veränderungen durch Handystrahlung festgestellt hat in seinen Studien, hat kürzlich Untersuchungen gemacht und hat festgestellt bei einer Studie, was sehr bedenklich stimmt, und zwar er hat Probanden einen ganzen Tag lang mit WLAN bestrahlt und am nächsten Tag wurden die Muskelströme gemessen. Bei 30% der Probanden war diese Messung mit einer 10-Herz-Taktung überlagert, nach Abschluss von WLAN am Tag zuvor. Das heißt, bei 30% der Menschen war diese WLAN-Taktung noch messbar an der Haut, bevor überhaupt die eigentlichen Untersuchungen anfingen. Also das ist diese Art Memory-Effekt, wissen die zwar noch nicht einzuordnen, was das jetzt tatsächlich für Konsequenzen hat, aber mir wurde schon ein bisschen mulmig, als ich das gelesen hatte, in der neuen Broschüre der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V. im Heft Nummer 11. Das ist online gestellt, man kann es nachlesen. Und dieses Heft heißt Elektrohypersensibilität, Risiko für Individuum und Gesellschaft. Und wie gesagt, es kann jeden betreffen. Über viele Millionen Jahre hat sich die Erde in einem natürlichen elektromagnetischen Feld entwickelt. Wie gesagt, wie ich schon sagte, die alle Lebewesen mit der größtmöglichen Anpassung an die Bedingungen, die es hier gibt auf dieser Erde. Aktuell sehe ich das so, und nicht nur ich, weiß ja, dass viele sich schon so geäußert haben, dass die Spezies Mensch sich im Moment und gerade ganz besonders schnell ein großes Grab, genannt Erde, schaufelt, wenn dieser Planet nicht selbst bei drauf geht, weil er als Kriegswaffe missbraucht wird. Das hat die US-Wissenschaftlerin Rosalie Bertell in ihrem Buch Kriegswaffe Planet Erde aufgezeigt, dass die Militärexperimente tatsächlich sogar diesen ganzen Planeten gefährden können. Dass es nicht nur um das Leben auf ihm geht. Die Erde wäre vielleicht froh, wenn die Spezies Mensch als Parasit endlich weg wäre. Ja, dann könnte die Natur mal aufatmen. Aber es geht tatsächlich jetzt auch um das Überleben dieses wundervollen Wasserplaneten. Der Arzt und Wissenschaftler Dr. Med Habel, Professor für experimentelle und klinische pathologische Physiologie, ganz schön viele Titel. Karl Hecht ist 94 Jahre alt. Ich kenne ihn persönlich und schätze ihn sehr. Zeigte in seinem Artikel Der elektromagnetische Ozean, lebenswichtiger Umweltfaktor in Gefahr, genau dieses auf. Sein Artikel erschien in der Fachzeitschrift Die Naturheilkunde in der ersten Ausgabe des letzten Jahres 2017. Und er zitiert hier aus einer Studie in seinem Artikel, aus dem ich jetzt hier einen Satz bringe. Und zwar, 1968 wurde die US-Regierung von Wissenschaftlern und Ärzten aufgefordert, zu der elektromagnetischen Umweltverseuchung eine Studie durchführen zu lassen. 1968. Und der Bericht lag 1971 vor. Und ich zitiere diesen einen Satz. Wenn nicht in naher Zukunft angemessene Vorkehrungen und Kontrollen eingeführt werden, die auf einem grundsätzlichen Verständnis der biologischen Wirkungen elektromagnetischer Strahlungen basieren, wird die Menschenwelt in den kommenden Jahrzehnten in ein Zeitalter der Umweltverschmutzung durch Energie eintreten, welche mit der chemischen Umweltverschmutzung von heute vergleichbar ist. Zitat Ende. Das wusste man schon 1971. Genau da sind wir jetzt mittendrin. Und auf diese Situation soll 5G-Mobilfunk draufgesetzt werden. Es gibt bisher keine Kontrollen, keine Vorkehrungen und die in zahlreichen Appellen geforderte wahrheitsgemäße Aufklärung der Bevölkerung und Vorsorgepolitik ist bis heute nicht erfolgt. Auswirkungen auf die Gesundheit. Da könnte man jetzt, es gibt wie gesagt Berge von Fachliteratur zu diesem Thema, eine unüberschaubare Fülle mittlerweile. Ich werde nur ein paar wenige Punkte, die gerade aktuell für unsere Gesellschaft eine besondere Brisanz haben, aufzeigen. Ich bin auch der Frage nachgegangen, was macht uns denn krank? Wir haben in den Menschen, mit denen wir uns gemeinsam engagieren, einfach auch einige Umweltmediziner. Und mit einem führte ich ein Gespräch und er
sagte mir aus seiner Sicht, dass heute Menschen, die heute krank sind, zu 80% krank sind aufgrund der vergifteten Umwelt, belasteten Umwelt, inklusive ungesunder Ernährung. Und natürlich nehmen wir über unsere Ernährung natürlich auch noch gewisse Stoffe auf, zu denen uns ja auch ein christlicher Politiker vorholfen hat, dass wir noch ein paar Jahre länger Glyphosat konsumieren dürfen und das auf die Äcker und Wiesen aufgebracht werden darf. Ja, und von all den zahlreichen nicht-thermischen Effekten, die es offiziell nicht gibt, will ich ein paar herausgreifen. Denn das sollte man wissen, bevor man überhaupt erkennen kann, was es dann bedeutet, wenn 5G und 6G-Mobilfunk, was schon in Planung ist, draufgesetzt wird. Die enorme Zunahme von psychischen Störungen inklusive Depressionen ist bekannt. In der ganzen öffentlichen Debatte wird ein Faktor, der uns alle betrifft, konsequent ausgeklammert. Während Menschen, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, uns ist das allen vollkommen klar, dass es in diese Richtung gegangen ist. Und zwar, wenn durch die technisch erzeugte elektromagnetische Strahlung unser Hormon für Lebensfreude und Glück, Glücksgefühle, Antriebskraft, das Serotonin dramatisch in den Keller sinkt, und das ist durch einige Studien nachgewiesen, dann wundert es das nicht. Wir haben verminderte Melatoninproduktion zum Beispiel. Aus Melatonin wird Serotonin produziert. Wenn wenig Melatonin da ist, wird auch entsprechend wenig Serotonin dann da sein. Wir haben bei uns im Allgäu eine Gruppe eine eigene Untersuchung gemacht im Jahr 2006, 2007, die in drei Fachzeitschriften publiziert worden ist. Es wurde bevor ein Mobilfunksendemast in Betrieb gekommen ist, Blutuntersuchungen gemacht. Hormonwerte wurden bestimmt und einige Male danach auch nochmal neue Blutwerte entnommen, und es haben sich signifikante Veränderungen im Serotoninbereich und Melatoninbereich aufgezeigt und bei einer 12-jährigen Schülerin sogar so weit, dass Selbstmordgefahr drohte. So tief sank der Serotoninspiegel. Ein bekannter Mediziner aus den Vereinigten Staaten, den vielleicht auch viele kennen, Dr. Med-Dietrich Klinghardt, äußerte sich auf einem Kongress 2006 zu diesem Thema folgendermaßen. Einen Satz möchte ich hier bringen. Zitat Beginn: Der Hauptausdruck der Strahlenbelastung in diesem Bereich ist nicht Krebs oder Leukämie oder diejenigen Sachen, die wir hier vorstellen werden, sondern die Verminderung des Lebensgefühls, der Lebensfreude, des Mutes, der Kreativität, die feineren Sachen. Zitat Ende. Und das, was er vorgestellt hat als die anderen Sachen, die er vorstellen wollte, die waren wirklich erschütternd genug. Zum Thema Stress und Burnout, das ist ja so ganz normal heute, ne? Das ist ja in aller Munde. Und auch fast jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, wundert sich auch nicht, dass das hier praktisch wie eine Seuche grassiert. Ich sage einfach mal, behaupte einfach, jeder, der sich dieser Strahlung aussetzt, oder ausgesetzt wird, kommt früher oder später, je nach Konstitution, je nach gesundheitlicher Vorbelastung, in ein pathologisches Energiedefizit, in ein sogenanntes Burnout. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und auch natürlich in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion um dieses Thema kommt einfach dieses Thema Mobilfunk einfach nicht vor. Konsequent ausgeblendet. Einige Quellen, bei denen man zum Thema Stress und Burnout durch EMF, ich verkürze es jetzt einfach mal, EMF ist die Abkürzung für elektromagnetische Felder, sind zum Beispiel folgende. Ein sehr umfangreiches Buch von dem Messtechnik-Experten bei uns in Deutschland, Baubiologie-Experten, der gleichzeitig auch Journalist ist, ist das Buch Stress durch Strom und Strahlung von Wolfgang Maes. Und auf seiner Internetseite, Startseite, sind sehr viele Aktualisierungen auch von diesem Herbst, wo er auch etwas zur Verfügung stellt zum Thema Antibiotikaresistenz sowie Vermehrung von Bakterien durch technisch erzeugte EMF. Das sollte man wissen. Das ist ganz schön heikel. Ja. Die Broschüre Zellen im Strahlenstress eines Stuttgarter Vereins vom Mai 2009 kann man über Diagnose Funk erwerben. Für mich auch eine sehr wertvolle Broschüre. Der Forschungsbericht steigende Burnout-Inzidenz durch technisch erzeugte magnetische und elektromagnetische Felder des Mobil- und Kommunikationsfunks steht als Forschungsbericht online zur Verfügung bei der Kompetenzinitiative e.V. Und eine wichtige Studie, die ich hier
aufzeigen möchte, ist eine von zwei Ärzten ehrenamtlich durchgeführte Studie, die sogenannte Rimbach-Studie. Diese Studie wurde privat, also fremdmittelfrei, 2004 und 2005 durchgeführt an einer relativ großen Gruppe von 60 Probanden im Alter vom Kleinkind bis zum Rentner. Diese Studie wurde in der Fachzeitschrift Umweltmedizin-Gesellschaft im Jahr 2011 publiziert. Das Studienergebnis war folgendes: signifikante vermehrte Ausschüttung aller Stresshormone und die signifikante Verringerung des PEA, des Phenylethylamins, was für eine positive Gestimmtheit wichtig ist, so als Art Vorstufe des Glückshormons. Ich möchte darauf hinweisen, dass ein Burnout, ein pathologisches Energiefizit, wenn das medizinisch bis auf Zellebene, kann man das nachweisen. Das kann tödlich verlaufen, kann hingehen bis zum Organversagen, zum Nierenversagen und Herzversagen. Das ist kein Scherz, das ist nicht einfach nur irgend so ein Erschöpftheitszustand, sondern ein pathologisches Energiedefizit kann tatsächlich tödlich verlaufen. Gerade in der Zeit, als der Mobilfunk boomte zwischen 1990 und 2004, wurden die Verordnungen für die Kinder, die unter einem niedrigen PEA-Spiegel leiden, die hyperkinetischen Kinder, hat sich die Verordnung fast um das Hundertfache vergrößert. Das ist ein gutes Geschäft für die Pharmakonzerne, gell? Auf dem Strahlenkongress 2014 hörte ich nicht nur Barry Trower, sondern auch eine kanadische Universitätsprofessorin sprechen, Magda Havers, die erzählte, dass es an kanadischen Schulen schon mehrere Male, also erzählte von 4 Fällen von plötzlichem Herzstillstand von Jugendlichen. 2 konnten wiederbelebt werden, 2 nicht. Das soll heute normal sein an Schulen? Genauso wie Ohnmachtsanfälle und Schwindelanfälle und Nasenbluten? Ganz normal? Dann zum Thema Demenz. Das wird noch ein ganz großes Problem werden für unsere Gesellschaft. In 20 Jahren sind wir ein Volk von Demenzkranken, so die Physikerin und Wissenschaftlerin Dr. Brigitte Lange im Januar 2001, als sie im Montagsforum Erlenbach zur Öffnung der Bluthirnschranke durch technisch erzeugte gepulste EMF sprach. Das ist dann 2021 soweit. Denn durch die Öffnung der Bluthirnschranke, durch diese gepulste Mikrowellenstrahlung, können sämtliche Umweltgifte ins Gehirn gelangen und dort zu neurologischen Störungen, Alzheimer und Demenz führen. Also wie gesagt, Ärztinnen und Ärzte, alle, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigen, wundert diese Entwicklung gar nicht. Und ich befürchte, dass zahlreiche Familiendramen wirklich zu erwarten sind, wenn Eltern ihre Kinder nicht mehr erkennen und dann in Zukunft möglicherweise Kinder ihre Eltern nicht mehr. Ich erlebe gerade selbst im eigenen Bekanntenkreis so ein Drama mit. Vor einigen Jahren, das ist schon ganz schön lang her, ich denke mal 6 bis 8 Jahre mindestens, habe ich in der Früh eine Sendung, das muss kurz vor 7 gewesen sein, kommt immer jemand, der interviewt wird. Da ging es damals um zunehmende Demenz von Menschen Anfang 50 in Großstädten, die oftmals Singles sind, keine Familie haben, die sie versorgen können und die ein ganz großes Problem, also deren Versorgung ein ganz großes Problem darstellen würde. Das Problem wird sich wirklich noch verschärfen. Und natürlich auch in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion um dieses Thema findet das Thema, über das ich hier referiere, natürlich selbstverständlich auch keine Erwähnung. Rudolf Steiner hat sich schon einmal gemeldet zu diesem Thema. Elektrosmog, diesen Namen, Begriff gab es damals eben noch nicht. Wir haben einige aus unserem Kreis, die anthroposophisch orientiert sind, aber ich habe auch eine Broschüre aus einer anthroposophischen Schriftenreihe, die heißt Mobilfunk, die riskante Kommunikation von jemandem, der Hintergrund hat. Rudolf Steiner äußerte sich auf die elektrischen Ströme, über die elektrischen Ströme folgendermaßen: Es wirkt auslöschend auf das Kapieren. Damals gab es das Wort Elektrosmog noch gar nicht, denn dieser Begriff wurde erst in den 70er Jahren erschaffen, sozusagen, als der Biologe Dr. Ulrich Warnke an der Universität des Saarlandes an Bienen forschte. Und die Bienen verschwinden doch, nicht wahr?
Gibt es irgendwo in den Diskussionen rund um das Bienenverschwinden irgendeine Anmerkung in der Öffentlichkeit, dass es möglicherweise damit zusammenhängen kann und dass es sogar klare Studien hierzu gibt? Wird nicht erwähnt. Was würde Rudolf Steiner zu der heutigen Situation sagen? Ich würde ihn gern mal interviewen. Zum Thema Krebs. Das Krebsrisiko ist belegt durch diese Art der technisch erzeugten Strahlung. Und ich möchte hinweisen auf meinen Artikel beim OH, Mobilfunkstrahlung und das verdrängte Krebsrisiko, der online gestellt ist. Wussten Sie schon, dass als die WHO 2011 die Mobilfunkstrahlung in die Kategorie 2b einstufte, wichtige Studien, wie zum Beispiel die europaweit durchgeführte Reflex-Studie an 12 Forschungseinrichtungen in 7 EU-Ländern, die Doppelstrangbrüche an der menschlichen DNA nachgewiesen hat, so wie es zuvor nur von Röntgenstrahlung und von technisch erzeugter radioaktiver Strahlung erwiesen war, dass diese Forschungsergebnisse überhaupt gar nicht in die Bewertung eingeflossen sind. Und auch von weiteren Studienergebnissen, die dieses nachgewiesen haben, sind zahlreiche Studien nicht in die Bewertung eingeflossen. Diese Bewertung hätte damals schon viel höher geschehen müssen. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen auch die Rolle der Medien. Man hat das damals so ins Lächerliche gezogen, ach, Mobilfunkstrahlung, das ist ja genauso gefährlich wie Kaffee. Aber die Lückenpresse hat leider versäumt, ich meine, deswegen heißt sie ja so und arbeitet sie ja so, hinzuweisen, was denn sonst noch so alles in dieser Kategorie 2b drinsteckt, wie zum Beispiel Benzol und DDT. Ja, also Kaffee ist jetzt genauso bekömmlich wie DDT. Nein, die Studien waren mit Kaffeesäure. Ich möchte mal gerne sehen, wie lange Sie gesund bleiben oder ich, wenn ich mich auch schließlich nur noch von Kaffeesäure ernähren würde. Ja? Das ist genau das, was Sie aufgezeigt haben, das Verdrehen aus dem Zusammenhang rausnehmen, nicht alles bringen, sondern nur genau den Teil, der Ihnen nützt, um das darzustellen, was Sie darstellen möchten. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was auch so ein bisschen mein Herzensthema ist, das Wasserelement. Ein ganz wundervolles Element. Wir leben auf diesem Wasserplaneten und wir Menschen sind Wasserwesen. Wussten Sie, dass Dr. Masaru Emoto auch hat Untersuchungen vornehmen lassen über Auswirkungen auf Mikrowellenstrahlung auf Wasser und er von diesen Ergebnissen wirklich entsetzt war über diese Ergebnisse? Wasser zieht technisch erzeugte Strahlung an. Überall da, wo wir im Körper am meisten Wasser haben, und das ist das Gehirn, das Blut, ja, und das sind die Drüsen. Und deswegen ist zum Beispiel jetzt auch in Fukushima oder überall, wo einfach diese Atomkatastrophen sind, eben auch diese Drüsenkrebse, Leukämie, Hirntumore einfach das Thema. Man kann das sogar nachweisen, Mikrowellenstrahlung, wenn ich hier jetzt die messtechnische Ausstattung hätte, könnte ich hier in der Luft messen und dann die Sonde ins Wasser tun und dann würde ich merken, wie laut es werden würde. Also Wasser zählt diese Strahlung an, das kann man nachweisen. Was ganz besonders schlimm ist bei dieser Geschichte, ist, dass Föten im Mutterleib, heranwachsende Babys umgeben sind von Wasser. Das können Sie sich dann schon weiterdenken, was das ist. Also ich weiß von Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch von Barry Trower auf dem Kongress, dass es sehr, sehr viele Frühgeburten gibt dadurch. Kann ich nur sagen, dass diese ungeborenen Seelen aus diesem Leib flüchten. So sehe ich das, weil sie diese Strahlung nicht mehr aushalten. Gehen die Seelen lieber weg. Und im Bekanntenkreis habe ich das auch gerade erlebt, dass eine Frau im 7. Monat schwanger mit Zwillingen. Eine Freundin hat das gesagt, wenn du diesen Flug machst, sie musste notfallmäßig mit dem Helikopter ins Krankenhaus und auf dem Weg ins Krankenhaus sind ihre beiden 7 Monate alten Babys im Bauch gestorben. Ja, das ist nicht selten heutzutage. Ein Team an der Universität Tel Aviv ging vor Jahren der Frage nach, ob Wasser ein Gedächtnis hat und bestrahlte 2 Stunden lang mit herkömmlicher Mobilfunkbelastung, mit schwachem EMF,
das Wasser und hat festgestellt, dass die Bakterien in diesem Wasser 2 bis 3 Mal sich schneller vermehrten und länger lebten. Das kann man noch nachschauen, denn diese Dokumentation lief bei Phoenix 2011 und ist im Moment noch online. Heißt, unser Wissen ist ein Tropfen Wasser, das unbekannte Wesen. Wenn man das nun sieht, wenn man weiß, wie Glyphosat im Körper wirkt, kann es einem ein wenig gruseln. Das Team um Professor emeritiert Dr. Monika Krüger an der Universität Leipzig, ist ja vor Jahren auch schon im Fernsehen gewesen, hat aufgezeigt, wie Glyphosat im menschlichen Körper wirkt in Bezug auf Bakterien. Glyphosat tötet die guten Bakterien im Körper ab. Das heißt, die nicht so guten bleiben im Körper, die dann durch technisch erzeugte EMF vermehrt werden und dann auch im Körper noch länger leben. Also wenn man Mensch und Tier schädigen möchte, wäre das nicht vielleicht eine gute Kombination? Zum Thema Wissenschaft. Ist nicht alles, was Wissenschaft, Wissenschaft? Aus mehr als 70 Jahren Forschung zur hochfrequenten Strahlung gibt es so eine Fülle von Literatur, weit unter den Grenzwerten mit all ihren Effekten. Es braucht gar keine weitere Forschung, wie immer von der Politik gefordert wird, es müsste noch mehr Forschung geben. Was es brauchen würde, wäre, wenn man die bisherigen Forschungsergebnisse endlich einmal ernst nehmen würde und anfangen würde, die Bevölkerung aufzuklären und zu schützen. Und ich kann einfach nur sagen, dass beim damaligen Stand der Wissenschaft 1992, als der erste Mobilfunksendeturm in Deutschland errichtet worden ist, diese Technologie einfach nie hätte ausgebaut werden dürfen. So klar war eigentlich schon der wissenschaftliche Kenntnisstand. Und warum brauche ich einen endgültigen wissenschaftlichen Beweis, um zu wissen, dass ich mir den Finger verbrenne, wenn ich ihn auf eine heiße Herdplatte lege? Muss ich so lange warten, bis irgendjemand so eine Studie finanziert, um das zu wissen? Man kann vieles erfahren. Und jeder seriöse Wissenschaftler weiß, dass ein wissenschaftlicher Beweis am Menschen niemals zu erbringen ist. Ja, das ist Fakt. Und das habe ich auch, darauf habe ich hingewiesen in meinem Artikel Unbekannte Warnungen vor einer Risikotechnologie, der bei Free21 online ist. Da habe ich nämlich alle Appelle, die es bisher gegeben hat, aufgelistet. Seit 1999 ungefähr. Übrigens, laut der anerkannten Wissenschaft sind Sie hier alle vor mir Leichen und mit Gel gefüllte Plastikpuppen. An denen wurden nämlich die Grenzwerte getestet. Das ist anerkannte Wissenschaft von heute. Ganz schön makaber. Man kann sagen, willkommen zurück ins Mittelalter. Die Journalisten Kotteder und Grasberger haben in ihrem Buch Mobilfunk, ein Freilandversuch am Menschen, auch aufgezeigt, wie man mit Wissenschaftlern umgeht, ja, wie man sie diskreditiert, sie unglaubwürdig machen möchte. Auch der Filmemacher Klaus Scheidegger in seinem spannenden Dokumentarfilm Thank You for Calling hat das ebenfalls aufgezeigt und das hat mich sehr erinnert an die Beschreibung, eben man versucht, die Menschen unter der Gürtellinie zu treffen, sie als unehrenhaft erscheinen zu lassen, dem man am besten nicht mehr zuhört. Genauso macht man das. Und wie gesagt, Menschen, die einfach nicht dahinter schauen, die sind halt wirklich noch nicht aus der Matrix erwacht. Was wissen die Menschen in Behörden und in politischen Ämtern? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der daraus resultiert, aus diesem gemeinsamen Engagement auch der Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich sage einfach, an entscheidenden Stellen sind alle informiert von engagierten Menschen. Schon 1984 hat jemand, den ich persönlich kenne, 1984 unseren damaligen Bundeskanzler Kohl angeschrieben und hat ihm gesagt, dass er messtechnisch belegen kann, dass das Waldsterben mit der elektromagnetischen Belastung in Verbindung steht. Keine Antwort. 1998, Bundesumweltminister Trittin wurde von diesem Mann, handelt sich um eine Elektronikfirma im Allgäu, ebenfalls auch angeschrieben und ihm wurde aufgezeigt, dass er ihm einiges aufzeigen kann und ihm kostenlos Messinstrumente zur Verfügung stellen würde. Er bekam auch von ihm keine Antwort, genauso wenig wie ich.
Am 19.10.1999, vor 19 Jahren, wurde dem damaligen Bundesumweltminister Trittin im Rahmen eines Mobilfunk-Bürgerforums eine Resolution überreicht, in der gefordert worden ist, diesen Telefonstandard, diesen DECT-Decktelefonstandard, alle Schnurlustelefone zu verbieten. Vor 18, 19 Jahren. Getragen wurde diese Resolution von Medizinerinnen und Medizinern, von unterschiedlichen Organisationen, zum Beispiel der Gesellschaft für Umweltmedizin, der IGOMED, dem Institut für Umweltkrankheiten und dem Ökologischen Ärztebund. Nachzulesen auf der Internetseite von mes.de unter dem Titel Verbot für schnurlose Decktelefone gefordert. Und diese Decktelefone stehen fast heute noch in jedem Haushalt. Fast. 2001, eine Münchner Ärztin schrieb einen offenen Brief an Jürgen Trittin. Und daraus zitiere ich diesen einen Satz. Mit dem derzeitigen politischen Kurs bezüglich Mobilfunk wird vor allem im ganz großen Stil kriminelle Profitgier legalisiert zulasten des Allgemeinwohls von Millionen Menschen unter Aufgabe jeglicher Rechtsstaatlichkeit. Und da hat sie es absolut auf den Punkt gebracht. Schon 2001. Ihr offener Brief wurde in der Baubiologie-Zeitschrift Wohnung und Gesundheit in der Ausgabe 103 veröffentlicht. Und dann noch einmal zurück zum Buch Mobilfunk an Freiland, Versuch am Menschen. Ist ja auch schön ausgedrückt, um was es hier in Wirklichkeit geht. Herr Trittin wurde zitiert. Er hat gesagt, wenn Sie in einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren und nur drei haben da ein Handy und das in einem geschlossenen Raum, da brauche ich Ihnen nicht zu sagen, was los ist. Also er wusste, was los ist. Er hat es niemandem erzählt, er hat sich auch nicht eingesetzt für ein Handyverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln. Warum nicht? Dann etwas ganz Wichtiges. Am 2.8.2006 wurde eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten eingeladen im Bundesamt für Strahlenschutz. Den Ordner habe ich selbst zu Hause und durch Zufall mir jetzt nochmal in die Hände gefallen. Eine ganze Gruppe wurde eingeladen zu einem Fachgespräch dort. Man hatte ca. 250 Fallgeschichten von durch Mobilfunk erkrankten Menschen aufbereitet und auch dort in Kurzreferaten vorgestellt. Und dieses Protokoll ist auch online. Man kann auch wirklich sehen, wer alles dabei war. Und diesen unabhängigen Ärztinnen und Ärzten werden dann immer so bestimmte Expertengremien vorgesetzt, die dann die öffentliche Hand beruft und die hat alles abgeschmettert. Nichts war gut genug, alles nicht aussagekräftig und was sie sich da alles für Aussagen einfallen lassen. Und es war auch jemand dabei, den haben sie praktisch so ein bisschen mit eingeschmuggelt, um die Leute da zu konfrontieren. Der hielt einen Vortrag über die Baumschäden. Hat Herr Dr. Ingenieur Volker Schorb, der auf seiner Seite puls-schlag.org diesen Vortrag auch zur Verfügung stellt. Er hat es dokumentiert, ganz klar den wissenschaftlichen Beweis erbracht an den Bäumen im Bundesamt für Strahlenschutz. Man ist dem nicht mehr nachgegangen. Es gab keine Konsequenzen. Dann für mich selbst. Ich habe eine Aktion in die Wege geleitet und durch Zufall habe ich 2007 im Frühjahr eine Sendung gesehen im Fernsehen und habe in dieser Zeit gerade mit jemand anders zusammen Schulprojekte ausgearbeitet, um den Kindern und Jugendlichen zu überlegen, wie können wir Kinder dahin führen, zu begreifen, dass etwas Wirkung haben kann, was wir Menschen mit unseren Sinnesorganen nicht wahrnehmen können. Und dann sah ich durch Zufall, wie ein Beamter des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in einem Augsburger Gymnasium Handyunterricht abhielt und dort sein Nichtwissen kundtun durfte. Das ist so unglaublich, dass ein Beamter einer Behörde in den Schulen unterwegs war und offensichtlich nicht auf dem internationalen Stand des Wissens war und dieses aber dann so kundtun durfte. Wir haben mehrere Initiativen zusammengewürfelt, wir haben den aufgeklärt, diesen Herrn, weil er offensichtlich noch nicht aufgeklärt war über das und haben ihm zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt. Wir haben einen Schriftverkehr hin und her gehabt und was das Ganze interessante Erkenntnis daraus war, dass immer jemand anders geantwortet hat auf unsere kleinen Doktorarbeiten. Mit keinem Wort sind sie auf irgendeinen Inhalt unseres Schreibens eingegangen. Wir konnten immer sehen, die haben das überhaupt gar nicht gelesen, was wir denen geschrieben haben. Aber immer so schöne Textbausteine geschenkt bekommen in den Briefen wie, wir nehmen die Sorgen und Ängste der Bürger ernst. Das habe ich in so vielen Schreiben gelesen. Das müssen die von irgendjemandem bekommen haben.
Auf dieser Behörde steht selbstverständlich ein Mobilfunksendemast. Bayerisches Landesamt für Umwelt, ja. Wir haben dann irgendwann nach dem so und so vielten Schreiben aufgehört, wieder zu antworten, sondern unsere Aktion ist in einem Artikel in Raum und Zeit dann gemündet. Dann geht es weiter. Am 27.01.2008 haben zwei bayerische ärztliche Qualitätszirkel in Zusammenarbeit mit einer Wissenschaftlerinitiative unseren damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Beckstein angeschrieben und auf die legalisierte Schädigung von Kindern durch Mobil- und Kommunikationsfunk aufmerksam gemacht. Und dann, nachdem keine Antwort kam, wurde das nochmal wiederholt im April 2009 an den jetzt neuen Ministerpräsidenten Seehofer, von dem wir ja wissen, dass die gewählt sind, nichts zu sagen haben. Ja, also mein Mann hat einige Male nachgehakt, denn wir waren die Adresse für diese Initiative. Kurz vor den Sommerferien kam dann, also das war im Frühjahr nochmal, kurz vor den Sommerferien im Juli 2009 kam die Antwort von der Bayerischen Staatskanzlei. Sie würden keinen Handlungsbedarf erkennen können und außerdem gibt es ja die Ergebnisse des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms, das aber merkwürdigerweise die Langzeitschäden für Kinder und Jugendliche überhaupt gar nicht zum Thema hatte. Das heißt, die bezogen sich auf dieses Programm, das sich mit dem Thema, mit dem die Wissenschaftler und Ärzte auf sie zugehen wollten, überhaupt nichts zu tun hat. Das war gar nicht Stand der Forschung. So machen sie es mit uns. Fazit: politische Verantwortliche wurden alle informiert und auch mein Schreiben, die Aktion, die ich initiiert habe, ging an. Zahlreiche Bundesministerien, Staatsministerien an den Bayerischen Rundfunk. Und auch diese ganzen Schreiben gingen an Landratsämter, an Gesundheitsämter. Also wir können sagen, alle Ämter, alle Behörden sind informiert. Ich möchte einfach, weil Sie das so nirgendwo erfahren können, war mir das ganz wichtig, dass Sie das erfahren. Das sind nur einige wenige Beispiele gewesen. Es gibt noch viel mehr. Es gibt ordnerweise davon, wie versucht haben diese engagierten Ärztinnen und Ärzte, einfach die öffentlichen Behörden auf dieses Leid von betroffenen Menschen aufmerksam zu machen. Ja, und dass Kinderschutzorganisationen sich darauf beschränken, Medienkompetenzkurse anzubieten und sich von Mobilfunkanbietern sponsoren lassen, zeigt ehrlich gesagt die ganze Perversität in unserer Gesellschaft auf. Und wer bekommt etwas mit von dem Leiden dieser durch technisch erzeugte EMF erkrankte Menschen? Also der bekannteste Elektrohypersensible ist ja Ulrich Weiner, der mich 2005 ausfindig gemacht hat, durch einen offenen Brief von mir, der im Internet war. Das darf es aber offiziell nicht geben, weil offiziell macht die Strahlung ja nicht krank. Also lebt er ja wahrscheinlich aus einem anderen Grund im Wald. Eine Frau, die in der Öffentlichkeit stand, ganz bekannt, die prominenteste von EHS, Elektrohypersensibilität, erkrankte. Das heißt also, wenn der letzte Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht hat, und ein elektrosensibles Lebewesen eine Hypersensibilität entwickelt hat, das sind dann die, die plötzlich Probleme bekommen, sich ganz normal in unserer Gesellschaft zu bewegen. Es gab aber eine ganz prominente, und zwar die frühere WHO-Direktorin, Gro Harlem Brundtland. Sie wurde bekannt, als sie 2002 in einem Interview in der dänischen, glaube ich, dänisches Dagblatt war das, kundtat, dass sie jedes Mal so starke Kopfschmerzen bekam, wenn sie ein Handy benutzt hat. Das ging sogar so weit, dass alle Kollegen um sie herum die Handys ausschalten mussten und sie hatten sie auch getestet, dass immer wenn einer mit dem eingeschalteten Handy ins Raum kam, hat sie das sofort gemerkt und es stimmte. Ja? Also sie ist praktisch die bekannteste Betroffene, die es offiziell nicht gibt. Dann in der WDR-Doku der Mann, der im Wald lebt, über Ulrich Weiner, hat eine Ärztin es aufgezeigt, dass auch Tiere betroffen sind. Denn ein Lama und Uli bekamen ein tragbares EKG am Körper befestigt. Und sie gingen einen für Uli unbekannten Waldweg nach oben, wo von einer Seitenkeule dann auf einem Waldweg der Funkmast reinstrahlte. Das konnte messtechnisch begleitet werden. Und sie hat aufgezeigt in diesem Film, und das kann man sich ja auch anschauen, der ist ja online, dass zum gleichen Zeitpunkt, wie die Herzfrequenz bei Uli hochging, auch beim Lama hochging, und zwar genau da,
wo die Strahlung des Senders am stärksten ankam. Heißt das jetzt, dass das Lama ganz dringend eine Psychotherapie braucht? So wie die Rinder des Landwirts, des Schweizer Landwirts Sturzenegger und die Rinder und Kälber all der anderen Landwirte auch? Zwei sehr engagierte Ärztinnen, Christina Aschermann und Cornelia Waldmar-Selsam, haben letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das sehr viele Fachinformationen gibt und eben auch dieses Leid der Menschen aufzeigt. Das heißt elektrosensible Strahlenflüchtlinge in einer funkvernetzten Gesellschaft. Und auch ich kenne selbst einige junge Menschen, die mit Uni-Abschluss jetzt nicht mehr weiter können, weil sie so schwer betroffen sind, dass sie nirgendwo mehr arbeiten können. Im Moment nicht. In einer ZDF-Sendung Krankmacher Handy, Planet E, wurde über eine 15-jährige Schülerin berichtet, die unter WLAN-Sensibilität litt. Und diese Schülerin wollte in der Sendung nicht erkannt bleiben aus Angst vor Diffamierung. Wo sind wir angekommen in dieser Gesellschaft, wo Menschen, die leiden, sich verstecken müssen aus Angst, von anderen verlacht zu werden? Und das ist das, was auch in dieser Handywelt leider ganz zu sehen ist, das weiß ich auch von den Ärzten, dass dieser Verlust an Empathie, mitschwingen zu können, wirklich in den Keller gegangen ist irgendwie. Und das kann auch mit den Schwingungen zu tun haben, mit starren Taktungen, die uns und unserem Leben alle auferlegt wird. Weil Empathie bedeutet, mit jemandem mitschwingen zu können. Es geht um Schwingung. Ja? Und manchmal, das ist jetzt der traurige Part von meinem Teil, das möchte ich Ihnen aber auch nicht vorenthalten, sind Menschen so verzweifelt, dass sie sich das Leben nehmen. Der bekannteste Fall ist der ehemalige evangelische Pfarrer von Oberammergau, der vor der Strahlung dort in dem Ort damals vor Jahren an die Ostsee geflüchtet ist, sich dort gesundheitlich wieder erholte. Und dann bekam er mehrere LTE-Funkmasten der vierten Generation Mobilfunk um das Haus herumgestellt. Und ich weiß von dem Fall, weil er einfach mit mir in Kontakt auch war. Er hat mir am Telefon und in den E-Mails an mich berichtet, unter was für enorm starken Herzschmerzen er leidet. Und das haben mir andere auch bestätigt, Betroffene, die plötzlich LTE-Funkmasten bekamen, die hatten alle gravierende Herzrhythmusstörungen und Herzschmerzen. Schon bei der vierten Generation Mobilfunk. Und es ist so, was uns natürlich alle sehr traurig gemacht hat, weil ich habe ihm auch Asyl bei uns angeboten. Er hat sich im Februar 2013 das Leben genommen. Und es gab eine ganz große Anzeige in der Süddeutschen Zeitung, wo vier Aktiven einfach alle auch oder viele der Mitengagierten mit unterstützt haben. Und in diesem Jahr hat sich eine Frau Anfang 40 das Leben genommen, eine Patientin meines Mannes. Vielleicht können Sie ahnen, was für ein Drama sich hinter den Kulissen abspielt, was wir mitbekommen. Übrigens, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich im Sommergespräch, im Sommerinterview diesen Jahres dahingehend, dass Demokratie auch Minderheitenschutz bedeuten würde. Seit vielen Jahren werde sogenannte weiße Zonen gefordert für Menschen, die gerne funkfrei leben wollen. Interessiert sie nicht. Dann zum Thema Bäume. Uli Weiner war einer der Ersten, der mir das aufgezeigt hat, dass Bäume als Antenne erhalten müssen. Wir haben in dem Funkloch im Allgäu, wo wir uns ab und zu getroffen haben, hat er eine Antenne in einen Baum gesteckt und wir haben russisches Radio gehört. Dann frage ich mich auch, warum das in Bezug auf das Thema Wetter nicht diskutiert wird. Durch diese Technologie werden Unmengen Strom gebraucht, spielt bei der Energiewende natürlich keine Rolle. Und es werden technisch erzeugte elektromagnetische Felder pausenlos in den Äther gegeben, die auf natürliche elektromagnetische Felder stoßen. Und die, nochmal zur Erinnerung, elektromagnetische Felder gehen miteinander in Resonanz. Und möglicherweise kann das etwas zu tun haben mit unserem chaotisierenden Wetter, mit dem, was wir alles so im Moment erleben. Und ich möchte aufmerksam machen auf einen Artikel: Mikrowellen lassen Wasser verdunsten. Haben wir nicht zufälligerweise im Moment Wassermangel? Ja, dann, was haben Sie nun vor mit 5G-Mobilfunk? Mit dem Internet der Dinge wirklich alles ans Netz anzuschließen und dass wir dann auch keine Autos mehr haben dürfen, die wir selbst fahren, sondern uns eben in ferngesteuerte Computer reinsetzen müssen.
Was auch ganz schön gefährlich sein kann für Menschen, die solche Vorträge halten wie ich. Ja? Oder auch wie andere. Das ist sehr gefährlich. Also ich habe beschlossen, wenn das kommt, dann fahre ich nur noch Fahrrad. Das ist, ich setze mich nicht in so ein Ding rein, sorry, aber dann ist es einfach so. Geht es bei diesem Thema möglicherweise um Überwachung, alle Daten von uns zu speichern, wirklich alles von uns zu haben? Der US-Regierungsberater Brzezinski, der ja ziemlich bekannt ist, wird in dem Buch Die Denkfabriken des US-amerikanischen Journalisten William Engdahl folgendermaßen zitiert. Zitat Beginn: Die technotronische Ära ist gekennzeichnet durch die schrittweise Entstehung einer stärker kontrollierten Gesellschaft. Dominiert werden wird eine solche Gesellschaft von einer Elite, die keiner Beschränkung durch traditionelle Werte unterläge. Schon bald wird es möglich sein, eine fast ununterbrochene Überwachung jedes einzelnen Bürgers zu gewährleisten und aktuelle Akten zu führen, in denen sogar die privatesten Informationen über den Bürger verzeichnet sind. Auf diese Akten können die Behörden jederzeit sofort zugreifen. Zitat Ende. Das schrieb Herr Brzezinski in seinem Buch in den 70er Jahren, Between Two Ages. Also lange, lange, lange schon geplant. Der technische Direktor der NSA, William Binney, der hier im Rahmen des NSA-Untersuchungsausschusses, beziehungsweise nicht hier in der Schweiz, sondern bei uns in Deutschland, interviewt worden ist, hat zugegeben, dass tatsächlich jede elektronische Spur eines jeden einzelnen Menschen gespeichert und archiviert wird von der NSA. Dafür hat die NSA einen Komplex errichten lassen, der 1,7 Milliarden Dollar gekostet hat und so groß ist wie 17 Fußballfelder im US-Bundesstaat Utah. Und dort wird alles gespeichert. Nachzulesen in dem Buch Fassadendemokratie und tiefer Staat. Im Fernsehen gab es tatsächlich einige höchst brisante Dokumentationen, die aktuell noch online sind, über das Thema, was uns erwartet mit dem Internet oder wenn das Netz zur Waffe wird. Mehrere. Auf eine möchte ich besonders hinweisen, die jetzt natürlich auch mit dem Thema, weil uns der Einbau der funkbasierten Zähler in die Häuser ansteht, zu tun hat. Und zwar in diesem Film Schlachtfeld Internet, wenn das Netz zur Waffe wird, wird berichtet, dass Edward Snowden Kontaktaufnahmen mit dem Filmteam, die den Film gemacht haben. Er hat ihnen Dokumente zur Verfügung gestellt, die belegt haben, dass die NSA beabsichtigte, das Internet vollkommen unter Kontrolle zu bringen. Sie wollten alles so gestalten, dass sie jederzeit in die Infrastruktur anderer Länder eingreifen können. Sie wollten Folgendes können: Atomkraftwerke herunterfahren, also Wirtschaftsunternehmen auszuspionieren und zu manipulieren. Sie wollten die Stromversorgung kappen können und Krankenhäuser lahmlegen. Alles das, was gute Freunde eben so tun. Ja, und das ist natürlich, wenn ich jetzt dran erinnern darf, an dieses Buch Blackout von Mark Ellsberg. Ja, ist das eine riskante Gefahr? Also wirklich, man kann denken, die Politiker, die sowas in die Wege leiten, die können nicht mehr ganz bei Trost sein. Es gibt aber eben auch wirklich ehrenhafte Geheimdienstmitarbeiter wie auch Kevin Schipp, der ja auch schon vorgestellt worden ist von Klagemauer TV, der über die kriminellen Machenschaften der US-Geheimdienste berichtet, und eben auch der ehemalige britische Geheimdienstagent Barry Trower, der über den Einsatz der Mikrowellentechnologie berichtet hat und erzählt, dass diese Untertaktungen, wie gefährlich diese Untertaktungen sind. Nebenbei aus dem Film App stammt der Satz: Wer alle Daten hat, kann alles manipulieren. Und man kann, was jetzt noch gefährlicher wird, die Spuren im Netz verwischen. Also wenn Cyberattacken geschehen, wenn ein Land dem anderen den Strom abdreht, kann man einen anderen für schuldig erklären, kann man es ihm in die Schuhe schieben. Und das ist sehr gefährlich, weil die NATO sich erlaubt hat, wenn sie jemanden ausmacht, der eine Cyberattacke auf ihr Land ausgeübt hat, dass sie den NATO-Bündnisfall ausrufen dürfen. Und wenn sie das so konstruieren, dass sie das den Russen in die Schuhe haben, dann haben sie endlich ihren Angriffsgrund, um hier Europa zu zerstören, hier alles lahmzulegen. Das ist die gefährliche Geschichte dabei, bei dem Schlachtfeld-Internet.
Und zu dieser drohenden Entwicklung, auf was wir dazu zugehen, auch mit künstlicher Intelligenz, fallen mir immer wieder so verschiedene US-Spielfilme ein. Und einer, der mir so die letzte Zeit immer so im Kopf herumschwirrt, ist der Film In Time. Dieser Film zeigt eine Sequenz, wo eine Mutter in den Armen ihres Sohnes stirbt, weil dieser es nicht rechtzeitig geschafft hat, auf ihre digitale Anzeige am Handgelenk, die ihre Lebenszeit angibt, Lebenszeit übertragen zu können, die man sich durch Leistung erwirbt, die aber jemand anders definiert. Das ist so richtig, das kommt mir so richtig immer vor, wie ich sage, geben Sie uns schon Hinweise, was Sie mit uns vorhaben über die US-Spielfilme? Ich denke ja. Dann auch die Frage, geht es vielleicht um Depopulation, um gezielte Bevölkerungsreduzierung? Möchte ich noch einen Satz zitieren, und zwar nochmal aus dem Buch von William Engdahl, Die Denkfabriken. In der Einführung bringt er einen Satz. Die hier vorgestellten angloamerikanischen Denkfabriken bilden die Front oder schöne Fassade einer Clique schwerreicher, kaltblütiger Menschen, eines wahrhaft rassistischen Todeskults. Ihr Motiv ist die drastische Reduzierung der Weltbevölkerung. Und ich habe Herrn Engdahl selbst gehört, als er auf dem COP-Kongress sein Buch vorstellt, und er hat gesagt, da in dieses Buch sind 30 Jahre Recherche eingeflossen. Also ich glaube, dass er keinen Unsinn redet. Es ist halt so, dass man auch schon in Bezug auf die mit Uran abgereicherten Bomben, die die NATO immer so gerne in ihren völkerrechtswidrigen Angriffskriegen einsetzt, schon auch eine US-Wissenschaftlerin dahin geführt hat zu sagen, dass es ganz klar von Anfang an ein Plan war zur Depopulation. Das ist die US-Wissenschaftlerin Lorraine Moret, und die auch merkwürdige Parallelen aufgezeigt hat in diesen Angriffskriegen. Und aktuell ist es in Serbien so, dass ganz viele junge Menschen dort schon gestorben sind an Krebs, und die aktuellen Krebsneuerkrankungen sind dramatisch in die Höhe gegangen. Und übrigens auch der damalige Angriffsgrund auf Serbien war genauso eine Lüge wie das schöne Röhrchen in Colin Powells Hand. Ich finde, die Wahrheit muss ans Licht, weil auf Lügen kann keine gute Zukunft aufgebaut werden. Übrigens hat Herr Dr. Hensel, ein Wissenschaftler und Autor, in einem offenen Brief an Jens Stoltenberg vom 10. Oktober diesen Jahres, der in mehrere Sprachen übersetzt worden ist, Herrn Jens Stoltenberg nochmal darauf aufmerksam gemacht, was die NATO damals mit Serbien in Serbien angerichtet hat. Dann ist es so, dass ich noch auf eine Kombination hinweisen möchte, nämlich gerade auf mit diesen Angriffskriegen. Die NATO benutzt mit Uran abgereicherte Bomben. Die Menschen dort haben dort durch technisch erzeugte radioaktive Strahlung, können schwere Schäden haben. Wenn ein Krebsentstehen da ist, im Beginnen ist die Melatoninproduktion so wichtig. Wenn die Menschen in diesen angegriffenen Ländern praktisch vermehrt auch technischen elektromagnetischen Strahlungen ausgestattet sind, ist die Melatoninproduktion, die praktisch die Krebspolizei im Körper reduziert. Das heißt, die Krebsgeschehen in diesen Ländern werden sich noch rasanter entwickeln durch diese Kombination. Ja, das muss man einfach wissen. Melatonin ist praktisch die Krebspolizei in unserem Körper. Und auch Professor Sem, der für die Telekom geforscht hatte, schon recht früh, hatte auch schon gesagt, dass man praktisch den Melatonin-Studien wirklich Vorrang geben müsste. Und ja, schon ganz früh wusste die Telekom das auch, durch eine Studie des Ecolog-Instituts, was auch online ist. Die wussten schon damals, im Jahr 2000, war dann ein Fazit dieser Studie, dass sich unter Mobilfunkstrahlung ein Krebsgeschehen schneller und fataler entwickeln kann. Ja, also auch bei der Telekom weiß jemand Bescheid. Umweltmediziner wissen, oder Menschen, die im umweltmedizinischen Bereich tätig sind, wissen, dass eigentlich jetzt keine neue Technologie da drauf kommen darf. Der Alltag, der Klinikalltag ist jetzt schon so schlimm, so dramatisch,
dass sie sich nicht mehr vorstellen können, dass es noch schlimmer kommen kann mit 5G-Mobilfunk. So dramatisch ist das schon heute. Professor Dr. Karl Hecht, der für die Bundesregierung, für das Bundesinstitut für Telekommunikation forschte, in Mitte der 90er Jahre, ich habe einen bösen Verdacht mittlerweile, man hatte ihn genommen, weil er sehr gute Kontakte nach Russland hatte. Man hatte ihn beauftragt, anhand der Langzeitstudien oder der russischen Fachliteratur herauszufinden, wie das Risiko ist für Menschen durch technisch erzeugte elektromagnetische Felder. Er hat 1.500 Studien zur Verfügung gehabt, hat 878 ausgewählt, davon 60 Langzeitstudien mit einer großen Probandenzahl, also wirklich aussagekräftig. Und er hat herausgefunden, dass in den ersten 3 Jahren durch die Befeldung eine vermehrte Antriebssteigerung zu verzeichnen war. Hyperaktivität, vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen, das kennen wir ja. Zwischen dem 3. und 5. Jahr eine Art stille Phase, wo sich nichts mehr so signifikant entwickelte, und dann ging es ganz stark ab in die Richtung heute von Burnout, ganz starke Erschöpfung und Müdigkeit. Er sollte, was er auch herausgefunden hatte, weil ich bin ja jetzt bei dem Kapitel möglich geplante Bevölkerungsreduzierung. Er hat herausgefunden in seiner Studie, dass 20% der Menschen resistent sind. Das heißt, hat er den Auftrag bekommen, um herauszufinden, wie viele Menschen man längerfristig wegbekommen kann, wenn man sie alle bestrahlt? Das ist eine Frage, die für mich mehr als berechtigt ist, wenn ich mir so das Agieren unserer politisch Verantwortlichen in den letzten Jahrzehnten anschaue. Darf ich diese Frage wohl mal stellen? Ist das alles so gewollt, wie es passiert? Ja. Und die Sache. Ich komme gleich zum Ende, bin schon fast fertig. Und wenn man sieht, was jetzt in künstlicher Intelligenz in Richtung am Entwickeln ist, kann man fast auf die Idee kommen, ja, 80% von uns dürfen als unnütze Esser verschwinden. Wir werden dann einfach ersetzt durch künstliche Intelligenz, und die 20 sind die physisch stärksten, die dann einfach als nützliche Sklaven noch vorhanden sind. So sehe ich das mittlerweile. Ich kann mir das nicht mehr anders erklären. Seine Studienergebnisse sollte er im Bundesumweltministerium referieren. Den Vortrag, den gibt es bis heute nicht dort. Sondern seine Studie wurde veröffentlicht in dem Heft Nummer 6, was online ist bei der Kompetenzinitiative e.V., mit dem Titel zu den Folgen der Langzeitwirkungen von Elektrosmog. Diese Studie wurde dann privat veröffentlicht. Und außerdem Studien. Wenn man etwas nicht finden möchte in einer Studie, kann man das Studiendesign genauso gestalten, dass man das nicht findet, was man nicht finden möchte. Oder man kann Studien, die klar etwas zeigen würden, zum Beispiel an Tieren und an Bäumen, verhindern. Und das geschieht konsequent. Dann ein bekannter Umweltmediziner aus Süddeutschland, der das Rentenalter schon erreicht hat, der einige Jahre noch weiter praktizieren wollte, hat dieses Jahr das Handtuch geworfen. Er hat seinen Patientinnen und Patienten einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich habe diesen Brief, und ich zitiere aus diesem Brief einen Satz. Tatsächlich sind in der Zeit, in der ich Arzt bin, die Wahrscheinlichkeiten massiv gestiegen, chronisch zu erkranken. Die gestiegene Lebenserwartung darf nicht darüber hinwegtäuschen. Der finanzielle Aufwand im Gesundheitswesen liegt inzwischen bei 1 Milliarde Euro pro Tag. Die Rate der Demenzkranken steigt, und die der an Allergie leidenden Menschen hat sich vervielfacht. Die allermeisten Krebsarten nehmen zu, die Menschen, die an chronischer Erschöpfung erkranken, steigen rasant, und die Patienten, die erkranken, werden jünger und jünger. Zitat Ende. Und nun auf diese Situation soll 5G-Mobilfunk draufgesetzt werden. Es beruhigt mich überhaupt nicht, wenn gesagt wird, dass die Strahlung von der Haut absorbiert wird, weil ich die Selbitz-Studie kenne, die 2010 veröffentlicht worden ist. Da wurden viele, viele Menschen rund um Mobilfunksender untersucht, und eins der Hauptsymptome waren Hautveränderungen. Ja, also ich glaube nicht, dass das was Gutes ist für unsere Haut. Und dann zurück zu diesem Thema. Alles, was ich aufgezeigt habe, alles ans Netz, digitalisierte Schulen, alles schön verstrahlt und verbunden. Und wie gesagt, sehr gefährliche Zeit für Menschen, die aufklären über brisante Themen. Welch eine strahlende Zukunft uns erwartet,
Oder auch doch nicht? Vielleicht will man eher durch einen Blackout hinein in die ganz große Krise, in der die Menschen in die neue Weltordnung einwilligen? Dieser Wahnsinn muss meiner Meinung nach gestoppt werden. Und ich möchte Ihnen aufzeigen, was Menschen schon tun, um das zu versuchen, damit sie wissen, was sie an der Hand haben, wenn jemand auch aktiv werden möchte. Weil das kommt natürlich auch nicht bei uns in Deutschland in der Tagesschau und auch nicht im Heute-Journal. Ich denke, wir müssen ans Licht holen, wer es ist in der Politik, der diese Digitalisierung aller Digital First, Bedenken Second so vorantreibt. Wir sollten uns diese Menschen genauer angucken, sollten sie mit ihrem Namen und Gesicht ans Licht holen. Wir sollten uns anschauen, in welchen transatlantischen Bündnissen, in welchen Thinktanks sie engagiert sind. Bei Wikipedia kann man sogar jetzt auch noch einiges nachlesen. Und da wird einem einiges klar. Das Problem ist, dass die Menschen bisher zu viel weggeschaut haben und so konnte sich im Dunkeln das alles so richtig schön etablieren. Und auch noch eine, auch im Bereich auf die Finanzdaten. Wir sollen ja alle so gerne über das Finanzamtprogramm Elster unsere Daten verschicken. Ist es nicht ein merkwürdiger Zufall, dass dieses Programm abgekürzt den Namen eines diebischen Vogels ergibt? Elster? Nachtigall, ich höre dir trapsen irgendwie, oder? So. Wirtschaftsspionage leicht gemacht, dank unserer Finanzbehörden und der politisch Verantwortlichen. Damit auch die NSA die intimsten Daten von uns sammeln kann, dann überlegen Sie mal, was Sie im Rahmen Ihrer Steuererklärung alles so mitgeben an Daten und auch müssen, vor allen Dingen dann auch im Gesundheitsbereich und so weiter. Die Ärzte müssen dann ja auch in Zukunft mitmachen und wenn nicht, werden sie bestraft. Und dann sollten wir uns mal die Frage stellen, wer sind denn die Damen und Herren in der Politik? Sind es jetzt eigentlich nur noch alle Erfüllungsgehilfen der US-Geheimdienste? Ich empfehle sehr, das Buch zu lesen, Fassadendemokratie und tiefer Staat auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter. Denn da wird aufgezeigt, was die neoliberale Agenda bedeutet, dass nämlich wir Menschen und die Natur nur als Ressource für den Profit einiger weniger herhalten sollen. Und dann verstehen wir auch, wenn wir das wissen, welche Agenda hier abgearbeitet wird, auch in Bezug auf das Thema Mobilfunk. Also was können wir tun, wenn wir etwas tun wollen? Nicht mitmachen, wenn möglich. Wo es nicht geht, einfach nicht mitmachen. Mein Mann und ich haben an einem gewissen Punkt unseres Erkenntnisstandes 2005 beide unsere Handyverträge gekündigt. Wir leben voll verkabelt, aber online. Und dann auch die Frage, warum bietet der Staat nicht uns allen auch bis in den entlegensten Winkel Glasfasernetzanschluss an, denn für das Retten der Banken und für grenzenlose Zuwanderung ist ja auch jede Menge Geld vorhanden. Es ist nur so, dass diejenigen, die glauben, ihre Schwingungen so weit erhöhen zu können, dass das Thema sie nicht betrifft, auch deswegen, weil sie ja regelmäßig zum Yoga gehen, haben in Zukunft sehr viel zu tun, denn die Frequenzen bis 100 Gigahertz werden versteigert. Da müssen Sie dann richtig schön hochschwingen. Und ich fände es einfach ganz toll, wenn Sie dann mal anfangen würden, das auch den Bäumen und den Tieren beizubringen. Und auch diejenigen, die meinen, dass Ihr toller Chip Ihr Gerät zum Heilgerät macht, sollten auch mal wirklich drüber nachdenken, wem Sie da in Wirklichkeit mit dienen. Und leider kann man sich auch mit der Tipping-Methode dieses Thema nicht wegtippen. Und auch wenn Menschen, die glauben, sich mental so gut schützen zu können, müssen einfach darauf Rücksicht nehmen, dass noch nicht alle Menschen so erleuchtet unterwegs sind wie Sie. Und dass wir vielleicht die anderen, die noch nicht so sind, eben doch noch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Also was können wir tun, wenn wir etwas tun wollen?
Es gibt jetzt verschiedene Dinge, die im Moment aktiv sind. Und zwar, es gab letztes Jahr im Herbst einen Appell von weltweit von Wissenschaftlern, von mehr als 128 Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Ärztinnen und Ärztinnen an die EU mit der Forderung eines Moratoriums, dass das alles getestet werden muss, bevor es ausgebaut wird. Dann gab es noch einen offenen Brief in diesem Jahr am 28. August eines Stuttgarter Ärztekreises an unseren Bundesminister Andreas Scheuer. Das sollte man auch wissen, weil das sind nämlich Anlagen, die man verwenden kann, wenn man selbst aktiv werden möchte. Dieser Brief ist online gestellt. Sie haben ihm Klartext geschrieben, dass das gestoppt werden muss. 5G-Mobilfunk darf nicht ausgebaut werden. Und deswegen finde ich es wichtig, sich auch an Politiker zu wenden wie ihn, die nämlich dafür verantwortlich sind, die die Wege ebnen und die Gesetze verordnen dazu. Und aktuell ist ein weiterer internationaler Appell in Vorbereitung, der dieses Jahr noch an die WHO, an die UN und an die EU überreicht wird. Der wird dann auch online gestellt. Der Arbeitskreis für Elektrobiologie in München hat einen offenen Brief an Elon Musk, der Tausende von Satelliten ins All schicken möchte, geschickt. Der ist auch dort auf deren Internetseite online gestellt. Das sind alles wirklich Dokumente, die man nutzen kann. Und dann noch ein weiterer, der eben jetzt noch im November noch an die WHO, UN und EU geht, ist der 5G Space Appeal. Der ist online, da kann man sich das auch anschauen. Nämlich im Zusammenhang mit 5G-Mobilfunk will man sogar noch die Grenzwerte erhöhen. Es gab vor 4 Wochen in Brüssel eine Konferenz der Mobilfunkfirmen, wo die ICNIRP, der private Verein, der weltweit die Grenzweite vorgibt, tatsächlich dessen Vorsitzender noch behauptet hat, dass es immer noch keinen Nachweis von athermischen Wirkungen gibt, dass die einzig relevante Schädigung durch diese Strahlung die thermische Erwärmung sei. Das heißt, letztendlich, jede Wärmflasche ist gefährlicher als Mobilfunkstrahlung. Ja, das ist Wissenschaft von heute. Und Professor Dr. Klaus Buchner, der für die ÖDP im Europaparlament sitzt, war bei dieser Tagung vor 4 Wochen dabei und hat als einziger diesem Vorsitzenden den Leuten hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass es neuere Studienergebnisse gibt, zum Beispiel auch von der US-NTP-Studie, weswegen Wissenschaftler in den USA sogar die Einstufung in die höchste Kategorie fordern. Das heißt, wenn man das umsetzen würde, wäre das der sofortige Stopp dieser Technologie. Und Sie können sich denken, dass man alles versuchen wird, um das zu verhindern, wenn man tatsächlich diese andere Agenda dahinter hat. Ja? So, das sollte man wissen. In Deutschland sind die Grenzwerte besonders hoch. Der Bund Naturschutz sagte einmal, es ist ungefähr zu vergleichen, als wenn die Lichtgeschwindigkeit als Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen gelten würde. Nett. Also, eins habe ich noch, was können wir noch weiter tun? Ich bin der Überzeugung, dass jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister für uns in der Gemeinde, in der Stadt zuständig ist. Was wäre, wenn jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister einen netten Brief erhalten würde mit diesen Unterlagen und sie oder er darauf hingewiesen würde, für was sie oder er mitverantwortlich sein wird, wenn diese Gemeinde oder Stadt ausgebaut wird mit 5G-Mobilfunk? Ich habe schon angefangen, ich habe unseren Oberbürgermeister beglückt mit so einem Schreiben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein Zitat und ein Bild mitgeben. Letzte Woche wurde ein weiterer Mobilfunksendemast ganz nah an unser Haus ganz plötzlich errichtet. Innerhalb von 2 Tagen stand eine 6-Sektoren-Antenne da, eine Sektorantenne direkt auf unser Haus gerichtet. Zufall? Da kam immer wieder so der Gedanke, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das ist eins meiner wichtigen Zitate im Moment. Dann noch das Bild. Das war das Zitat, jetzt kommt das Bild. Um mich ab und zu mal von diesem Thema abzulenken, muss ich mir auch ganz bewusst etwas anderes anschauen. Und ich gehe sehr gern raus in die Natur oder sehe mir Naturdokumentationen an.
Ein Bild, was mich unglaublich fasziniert hat vor kurzem, ist aus dem Dokumentarfilm über die Zugvögel, der auch im Kino lief. Da wurde ein starren Schwarm über Rom gezeigt. Ein riesiger Schwarm, der einen gemeinsamen Tanz am Himmel tanzte, um einen Raubvogel ganz eng umflogen hat, sodass dieser aus dem Schwarm heraustrudelte. Das ist die typische Technik von Schwärmen, wo sich der ganze Schwarm wehrt gegen diesen Raubvogel. Und das ist einfach ein Bild, das war so faszinierend am Himmel, dieser tolle Tanz am Himmel, diese Formen, die diese Starren angenommen haben. Und dann wünsche ich mir einfach, dass wir Menschen das mehr und mehr lernen zu schauen, wie die Tiere das machen, dass wenn wir viele sind, haben die anderen keine Chance. Danke. Ich sage es nicht, Sie haben hier offene Türen eingerannt. Es ist eine Entschlossenheit da, was zu tun. Viele kostbare Impulse. Ich sehe einfach die Aufzählung, die Sie gemacht haben, wer das alles schon weiß. Eigentlich wissen es alle. Die Aufzählung, für mich fehlt noch die Staatsanwaltschaft. Ich möchte nochmal auf die hinweisen, wenn hier drin Rechtsanwälte sind, ich nenne auch euch Rechtsanwälte, wenn ihr hier drin seid und mit diesem mitgehen könnt, gehört ihr zur Restjustiz. Die Justiz hat die Verantwortung, hier einzugreifen. Das Volk lehrt uns, dass wir über Kla-TV, S&G und so weiter das Volk unterweisen können, wie man Strafanzeigen macht, wo man sich nicht persönlich da rein verwickelt und in Kosten kommt. Es gibt dieses Verfahren, wo die Staatsanwaltschaft verpflichtet wird, einzugreifen. Und die meisten von uns wissen nicht genau, wie man das macht. Also wenn Rechtsanwälte hier sind, meldet euch bei uns, dass wir mal ein richtiges Gremium stellen, um hier mal die Arbeit zu verteilen, um dieses Wissen an die richtigen Stellen zu bringen. Und was ich damit betonen möchte, das gehört nachher auch ins Vetopedia rein. Wir haben diesem Anwalt geschrieben, das sind die Gegendarstellungen, dass man im Vetopedia alles findet, was schon gesagt wurde, wo man die Schuldigen aufliest, wo man weiß, diese Bürgermeister oder diese Politiker, haben das volle Wissen, dass man ihnen auch jetzt schon sagt, dass die Verantwortung wird auf euren Kopf zurückgelegt. Das Wissen ist hier, ihr handelt nicht. Wir müssen sie zum Handeln zwingen. Ja. Aber da müssen wir uns sammeln und direkt diese Arbeit machen und aufzeichnen, wo überall verwehrt wird und Listen aufführen, wo diese Menschen mit Namen verzeichnet sind, wo man sagt, die Zeit kommt, dann holen wir euch hier am Kragen und dann ist fertig lustig. Ja. Machen wir das? Herzlichen Dank nochmal, war fantastisch.